Hallo und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal, meine Freunde. Und ja, meine Freunde, heute das langersehnte Rechte-Video. Und das ist natürlich hier was Besonderes. Mit einem Stargast. Mit einem Stargast, genau. Und zwar mir und der Johannes, der ist auch dabei. Grüß dich. Sag mal hallo, Johannes. Moin. Du, ich habe direkt was für dir gefunden. Was hast du denn gefunden? Und zwar haben wir heute das Reste-Video. Genau, also sind die Reste von diesen Silvester, Leute. Und zwar, guck mal hier, eine schöne Ioniq von Weco. 9,99 auf dem Pix raus. Ein guter Preis, würde ich sagen. Ja, schau es einfach dahin. Dann weiter geht's hier mit einem Funke Tornado Wirbel. Da habe ich jetzt nur noch einen aus der Verpackung, aber die Teile sind echt geil. Und ja, auf jeden Fall sehr zu empfehlen. Ja, oder auch eine schöne Popping Flowers von Nico, auch mal. Was Schönes, ne? Hauptsache, du fängst direkt mit den heftigsten Sachen an. Johannes ballert gleich raus. So, dann haben wir hier noch eine schöne Klassiker, und zwar die Laser von Weco Feuerwerk. Auch immer sehr schön, vor allem unter mir oder so. Kann auf jeden Fall mitmachen. Auch ein schönes Highlight, den Vesuv von Keller. Top. So, Leute, weiter geht's. Ein Ultralux von Blackbox. In der Farbe Grün. Auf jeden Fall richtig geil, Teil, Leute. Also, kann ich nur jedem ans Herz legen, holt euch die Dinger. So, Alter, das ist so geil. Lotta Schulen, irgendein Röli-Verbund, oder? Ja, nicht ganz ein Röli, also das hat so einen Fischeffekt. Aber auf jeden Fall, die Dinger sind absolut geil. Ich stecke einen Bohnen rein und dann kommt da so Fischeffekt-Farben raus. Also holt euch die Dinger. Ich glaube, für 2 Euro Hammer-Teil hier. Mag ich voll. Gibt's auch ein Testvideo auf meinem Kanal, Leute. Könnt ihr mal abchecken. Double Flash, da lässt er sich natürlich nicht lumpen, hat 2 Schachteln noch. Genau, die eine ist schon angefangen. Die Dinger, die bocken einfach so an Silvester, Leute. Holt euch die Teile. Einfach geil. Genauso wie die Flashbangs, auch vom Lidl. Auch immer Top-Teile für den Preis. So, dann haben wir noch eine schöne Fontäne. Und zwar hier die Merlin. Auch richtig geil. So wie die Laser. Wobei ich die Merlin ehrlich gesagt noch einen Ticken besser finde als die Laser. Aber auf jeden Fall, Leute, hebt euch diese Sachen auf für unter dem Jahr oder keine Ahnung. Hammer. Hammer Dinge. Auch mal ein Hammerartikel. Moskitos von Lessi. Machen einfach immer Bock, Leute. Schlag zu. Dann hier was Schönes, und zwar T1. Die Smoke Tubes von Nico. Nee, nix X-Dot. Von Nico Feuerwerk. Für 5 Euro, Leute. Einfach hammergeil. Ich hätte gerne noch mehr mitgenommen, aber es gab noch diese Packung. Aber auf jeden Fall hier verschiedene Farben und so. Kann eine richtig geile Rauffront machen. Hammer. Oder auch für 4 Euro, das ganze 4-mal von X-Bot sind die, glaube ich. Irgendwelche Bengalos in Rot, ja. Alle rot. Ja, Seenotfackeln, Leute. 4 Stück. Die sind absolut krank, Leute. Ich kann mal kurz zeigen, wie man die benutzt. Also die Dinge, die sind echt Hammer. Komm, machen wir mal einen auf extra hier fürs Video. Extra für euch, Leute. Also die habe ich selber schon getestet. Auf jeden Fall muss man es aufschrauben hier. Dann haben wir hier vorne den Reißzünder. Und ganz wichtig, was viele nicht machen. Dann Abfahrt. Und zwar kann man das hier hinten extra noch draufschrauben und dann vorne rausziehen und ab geht der Peter. Auf jeden Fall übel hell die Dinger, Leute, also echt. So sehen die aus. Kann ich nur empfehlen, das sind richtige, heftige Starklicht. Seenotfackeln. Hammer. Hab noch was Kleines entdeckt. Eine schöne Painted Sky. Schöne Batterie, würde ich sagen. Eine meiner Lieblingsbatterien. Einfach nur geil, 50 Schuss, wie viel kostet die 13 Euro? 12,90 Euro, glaube ich. 15 irgendwas. Auf so einem Dreh. Dann hier schon angefangen, Explode Ding Smoke. Die gab es bei Pure Union für 5 Euro. Für 1 Euro so ein Ding. Kann auf jeden Fall nichts falsch machen, ich halte die Farbe weiß. 4, ne, 5. Also 5, okay. Nico Swap. Top-Artikel, würde sagen, der beste Artikel aus dem ganzen Sortiment. Dann hier auch schon was Angefangenes, Leute. Und zwar, wer kennt's, ein schönes Leuchtspektakel, schöner Klassiker. Auf jeden Fall, das muss immer mit, also das macht Bock einfach so, die schöne Fontäne und so. Allgemein Leuchtfeuerwerk, Alter, viel geiler als Böller, oder Johannes? Siehst du genauso. Ja. So, und noch schöne Salutbombenrohre, Color Thunder King von Pyro Factory, auch mal richtig schöne laute Knallbombenrohre. Kommen sogar schon relativ gut an Nico Flashbang ran, also Top-Teile.
Dann haben wir hier noch auch was angefangen lassen, und zwar Explode Crackling Balls, zwei Stück, auch richtig geile Teile. Da muss ich kurz eine kleine Story erzählen, Leute, und zwar habe ich mir ein Sylvester so ein Ding durchgezündet. Also da müsst ihr echt aufpassen, also ich habe es ein bisschen abbrennen lassen und dann wollte ich es eigentlich werfen und es war noch ungefähr so viel, zwischen noch herausgeschaut. Dann ist das Ding plötzlich in meiner Hand los, zum Glück habe ich einen Handschuh an. Auf jeden Fall, nehmt auf jeden Fall ordentlich Abstand von diesen Teilen, nicht zu unterschätzen. Und Finale vom Video, die Powerbox. Schöner Klassiker, 5-5 aus dem Lidl jedes Jahr. Auch Hammer-Ding. So, das war's dann schon. Ist natürlich nicht allzu viel. Ich habe dieses Jahr auch nicht so viel ausgegeben, Leute. Aber ich denke mal, lässt sich auf jeden Fall sehen. Vor allem, das ist ja nicht alles ein Feuerwerk, was ich habe. Das sind jetzt nur die Rechte von diesem Jahr. Ich habe ja noch von letztem Jahr noch einiges über. Und auf jeden Fall ein schönes kleines Sortiment. Da werden einige Videos dann kommen, vor allem in der Vorfreudezeit oder sonst wie. Würde ich sagen, willst du noch was sagen? Nichts mehr. Genau, checkt Johannes ab, den lieben Just Opio. Dann sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dann. Haut rein und ciao.